täglich grüßt das Murmeltier, ich liege die halbe Nacht wach, wälze mich hin und her und frage mich, worüber ich mich eigentlich aufrege? Es ist in etwa 3 Wochen her, da habe ich unter massiven Protesten schon vorsichtig gepostet, dass die nächsten 4 Spiele eine erste Vorentscheidung bringen, sofern wir nicht halbwegs vernünftig punkten, und bin dabei selber von mindestens 4 bis 5 Punkten ausgegangen. Nun sind es gerade mal 2 von 12 Punkten geworden und irgendwie war es ja auch warum? Weil ich vielleicht der ewige Pessimist und Nörgler bin und die Euphorie nach der tollen Niederlage in freien Serie nicht teilen konnte? Oder lag es doch einfach daran, dass unsere Mannschaft selbst bei den vermeintlich souveränen Siegen schon nicht wirklich überzeugen konnte? Fragezeichen 0:50 Uhr. Ich gucke auf mein Handy und lese, dass Esprit Arena bereits die Pressemitteilung zur Trainerentlassung verfasst. 1:09 Uhr. Nun folgt der Alterspräsident mit der Nachfolgerliste und es geht jetzt noch die nächste Stunde so weiter, bis den alten Hasen wahrscheinlich schon vor nachlassender Kraft das Handy aus den Händen fällt. Kennen wir diese Situation nicht alle zu Genüge, und wie kommt es, dass selbst wir Uhus nach den vielen Auf und Abs der letzten Jahrzehnte immer wieder aufs Neue bis ins Mark von unserer Fortuna erschüttert werden? Und wo sind tatsächlich noch die Verantwortlichen, denen es genauso geht wie uns? Wo sind ein Paul Jäger, ein Peter Friemuth, ein Wolf Werner, um hier nur mal einige zu nennen, die sich 100% minus IG mit dem Verein identifizieren? Das Problem ist altbekannt und Dieter Nuhr hat es in einer Talkrunde auf den Punkt gebracht: Sobald Fortuna mal ein bisschen Erfolg hat, kommen die gesammelten Gebrauchtwagenhändler der Umgebung und wollen Präsident oder Aufsichtsratsvorsitzender werden, will heißen. Robert Schäfer war ein Vorstandsvorsitzender mit Hands-on-Mentalität, der eine Menge im Verein wird zu viel für den Geschmack einiger auf den Schlips getretener, und deswegen wurde er kurzerhand geschasst und gegen die Galionsfigur Rotgemmen ausgetauscht, der nur Megadeals jenseits Grenze verhandelt und sich ansonsten mit dem DFB und den großen Vereinen der erste Liga anlegt. Irgendwie fällt dann aber auf, dass die Entscheidung über den Vorstandswechsel wohl doch nicht so sinnig war, und der Aufsichtsratsvorsitzende Ernst verliert seine Rückendeckung im A und wird gegen Van Borg-Erding eingetauscht, der reichlich Erfahrung als Netzwerker mitbringt, was in etwa dem Gebrauchtwagenhändlerstatus der 70er entspricht. Der alte Trainer Fuchs Funkel, der uns vor dem Abstieg aus Liga 2 bewahrt hat und mit dem wir den Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben, muss nun gehen und wird gegen den völlig Bundesliga-unerfahrenen Uwe Rösler eingetauscht. Das Ergebnis ist bekannt. Lutz Pfannenstiel erkennt, dass seine Verpflichtungen alle kaum greifen und nimmt Reißaus. Uwe Klein bleibt alleine zurück und beteuert, dass die Mannschaft auch trotz 17 Abgängen stark genug ist, um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen, auch wenn jeder Außenstehende erkennt, dass wir weder im Mittelfeld noch auf den Flügeln vernünftig besetzt. Anders als die Verantwortlichen und auch einige User hier, teile ich seit Saisonsbeginn nicht die Ansicht, dass die Mannschaft die Qualität für den Aufstieg hat, und um ehrlich zu sein, was wollen wir mit der Truppe und dem Trainer in Liga 1? Fragezeichen. Die meisten Neuverpflichtungen wie Borjalu, Hartherz, Kotres, Petersen, Prieb und leider bis jetzt auch Klaus greifen größtenteils nicht bis gar nicht oder waren nur. Pledel ist auf den Außen gesetzt und avanciert mittlerweile sogar zur Nummer 1 für Standards, obwohl er seit 2019 bei uns nicht das geringste gerissen. Hennings und Bodek kommen langsam in die Jahre und so wiederholt sich die Geschichte, wie bei täglich grüßt das Murmeltier morgens um 6 Uhr mit dem Song Ich wollte gestern Nacht schon meine geistigen Ergüsse in die Tasten hauen. Aber dann wäre der Beitrag wohl noch weniger sachlich insofern brauche ich das jetzt hier mal als ein Stück Eigentherapiepunkt, und so schließe ich den Kreis wieder mit meinem Lieblingssatz von Dieter Nuhr: Wenn man mit diesem Verein aufwächst, kann einem im Leben nicht wirklich mehr etwas ich habe fertig.